Hallo und herzlich willkommen zurück zu Die Sims 4 an die Arbeit. Ja, und da sind wir wieder. Und ja, in ein paar Minuten geht's auch schon direkt los zur Wissenschaftskarriere. Da habe ich mich ja schon die ganze Zeit drauf gefreut. Und jetzt geht's endlich los. Ich guck mal eben, ob sie noch irgendwas braucht. Nö, an sich braucht sie eigentlich gar nichts mehr. Dann kann sie direkt mal eben nach Hause gehen. Weil jetzt geht's nämlich gleich los. Und zwar jetzt. Mia sollte sich ihr gutes altes Notizbuch schnappen und zum Labor gehen. Vielleicht ist ja heute der Tag für einen großen Durchbruch. Für einen großen Durchbruch. Gehst du mit zur Arbeit oder soll dein Zimmer alleine gehen? Natürlich machen wir mit. Und jetzt sehen wir endlich die Wissenschaftskarriere. Die habe ich noch gar nicht gesehen und bin jetzt natürlich sehr gespannt. Tägliches Experimentieren. Willkommen bei Future Sim Labs. Du wirst damit beschäftigt sein, zahlreiche grundlegende Experimente durchzuführen, sowie an neuen Technologien zu forschen und vielleicht sogar mit außerirdischem Leben in Kontakt zu treten. Es ist dein Job, hochentwickelte wissenschaftliche Ausrüstung zu nutzen, um Gutes zu bewirken. Das hoffen wir zumindest. Nun ja, willkommen an Bord. Das hört sich doch schon mal sehr gut an. Jetzt gucke ich mich hier erstmal um. Aha. Pflanzen gibt es ja auch. Da kann ich vielleicht sogar was klauen. Erdbeerstrauch, Gänseblümchen. Das sieht nicht schlecht aus. Sehr interessant. Und wie sie aussieht. Frau Dr. Booker. Ja, ich würde sagen, dann legen wir direkt mal los. Synthetik-Nahrungsserum mischen. Wo kann man das denn? Geräte erfinden. Das kann man sich mal ansehen, ansehen, ansehen. Serum. Synthetiknahrung. Das machen wir doch direkt mal. Das ist ja auch ganz praktisch, dass es direkt zu unserer ersten Aufgabe gehört. Denn das wollte ich sowieso mal machen, weil das ja auch im Notizbuch steht. Das ist gut. Ja, dann fang mal an. Oh mein Gott, mit Strom. Ach, hoffentlich geht das alles gut. Hat die Logikfähigkeit erworben. Das ist gut. Das brauchen wir wahrscheinlich sowieso für den Job. Ideale Stimmung konzentriert. Das haben wir natürlich jetzt nicht gemacht. Aber ich denke, das ist egal. Das werden wir schon hinkriegen. Wir gucken jetzt mal ein bisschen zu. Das ist ja extrem cool. Synthetiknahrung, kann ich die dann auch essen? Das sieht ja schon sehr lecker aus. Demnächst nur noch Synthetiknahrung bei uns. Was machen die anderen hier so? Wen gibt es denn hier noch? Wer ist denn das? Monika Jansen, Labortechnikerin. Geschafft! Mia hat erfolgreich ein Serum hergestellt. Jetzt muss es nur noch getestet werden. Oh, trinken oder verabreichen? Sollen wir es selber trinken oder sollen wir es lieber verabreichen? Wo ist es denn? Da. Ach komm, wir trinken es einfach mal selbst. Schauen, was passiert. Oh Gott. Was ist passiert? Essen geht auf jeden Fall runter. Stark runter sogar. Hoffentlich nichts Schlimmes. Momentum-Konservator erfinden. Oh ja, das machen wir natürlich auch direkt mal. Gerät erfinden. Momentum-Konservator. Was soll denn das sein? Am Chemielabor experimentieren. Wer ist das denn? Hallo Ralf. Was bist du für einer? Labortechniker und du? Auch ein Labortechniker. Was bin ich denn? Auch ein Labortechniker. Okay. Gibt es hier denn keinen, der schon weiter ist als ich? Oder bin ich hier der Einzige? Was ist denn hier oben noch? Okay, hier kann man noch mal ein bisschen Pause machen. Pausenraum, Fitnessraum, hier gibt es alles. Aber das will ich mir jetzt erstmal ganz genau angucken hier. Das ist ja schon extrem cool, ne? Kann man das hinterher auch kaufen oder gibt es das nur hier?
Cooler Scanner, ey. Ist ja unfassbar. Oh mein Gott, es guckt mich an. IT nach Hause telefonieren. Ich freue mich schon auf die ersten Aliens. Das wird auf jeden Fall richtig cool. Vielleicht treffen wir sie auch schon direkt heute. Das wäre natürlich richtig cool. Ja. Was haben wir denn sonst noch hier? Ah, hier hinten ist ja auch noch mehr. Was ist denn das? Ist auch ein Labortechniker. Gut, wir sind anscheinend alle noch nicht sehr weit in unserem Beruf. Analysegeräte, die kennt man ja. Das kann man nur ansehen. Oh, da haben wir was erreicht. Momentumkonservator. Mir hat ein Momentumkonservator erfunden. Schalte ihn ein und sieh zu, wie er sich dreht. Ziehe den Momentumkonservator vom Erfindungserbauer in das Inventar von mir, um ihn bei dir zu tragen. Das machen wir doch direkt mal. Und dann gucken wir uns das Ding doch direkt mal an. Den Weltplatzieren kann ich ja jetzt nichts mitmachen. Jetzt will ich aber mal eben sehen, was er kann. Einschalten. Es ist der Wahnsinn. Es ist einfach der Wahnsinn. Ich habe selten Cooleres gesehen. Also das ist eine Erfindung, die die Welt verändern wird. So, am Chemielabor experimentieren. Das machen wir auch mal. Ist das hier, war das hier das Chemielabor? Ja. Dann experimentieren wir da mal. Und dann würde ich sagen, lernen wir mal ein paar Kollegen kennen, denn dann haben wir unseren ersten Arbeitstag schon fast mit Gold abgeschlossen. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Und ich würde sagen, wir lernen mal direkt hier den Ralf Winter kennen, denn der scheint gut mit unserer Mia zusammenzupassen und vielleicht wird da auch ein bisschen mehr als Freundschaft rauskommen. Also dieses Ding hier finde ich ja ultra cool, ne? Aber ich finde dieses Teil ja auch richtig. Aber das... Kann man da jetzt noch andere Sachen? Nee, ich kann nur den Momentum-Konservator. Brainstormen? Brainstormen. Okay. Mein Gott. Mach alles, aber bring dich bitte nicht um. Dann war's das schon mit dem Let's Play. Let's Play ist vorbei nach 3 Tagen. Mia ist gestorben. Eine Frucht oder Blume analysieren. Oh, das will ich jetzt aber eben noch machen. Obwohl, nee. Wir lernen jetzt erstmal hier den Herrn hier kennen, den Ralf Winter. Und dann gucken wir mal, was der so zu sagen hat. Der Gute. Den gleichen Style haben sie schon mal, das passt. Von Erfindungen schwärmen, kennenlernen, das sollten wir auch. Thompson? Wow, er freut sich. Um Kristall bitten? Cool. Was kann ich denn sonst noch machen? Ich konnte ihn doch gerade noch was bitten. Um Metall bitten, das machen wir auch mal. Über Aliens. Und dann machen wir mal hier so einen kleinen... Ne, wir fragen ihn erstmal, ob er Single ist. Wir wollen ja nicht direkt, Tut mir leid, ich kann dir momentan nicht mit Kristallen aushelfen. Toll. Toll. Toll, Ralf. Toll. Was? Langweilig oder was? Ist okay. Ich kann mir auch diesen netten Kerl hier schnappen. Wer ist das? Lukas Bach? Ja. Überleg's dir gut, mein Freund. Jetzt kommt's. Fragen, ob er Single ist. Oh, am Schmollen. Er hat erfahren, dass Ralf Single ist. Hallo, Ralf. Ich habe gehört, du bist Single. Dann können wir ja mal einen Anmachspruch machen. Also bis jetzt läuft es noch schleppend, sag ich mal. Ist jetzt noch nicht so der Knaller. Oh, okay. Okay, das kam nicht so gut. Ich würde sagen, wir gucken erstmal weiter, was es hier so gibt. Eine Frucht oder Blume analysieren, das machen wir mal. Haben wir nicht noch welche? Wir haben doch sogar noch Löwenmäulchen. Dann würde ich sagen, dann gehen wir die erstmal analysieren. Floralanalyse, und zwar mit einem Löwenmäulchen. Ralf ist beschämt.
Oh, Lukas war gerade noch verspielt. Lukas, bist du etwa verspielt heute? War das überhaupt Lukas? Ja. Lukas ist heute verspielt drauf. Jetzt ist er unwohl, aber gerade war er noch... Jetzt hört mal auf zu quatschen hier. Sonst schaffen wir heute gar nichts mehr. Wir haben noch 3 Stunden und 1 Minute. Bis jetzt gefällt mir die Wissenschaftskarriere eigentlich ganz gut. Ich bin gespannt, was da noch so alles kommen wird. Vor allem hier mit diesem Gerät. Das ist bestimmt nicht schlecht. Ein Kaktus. An dem Ding gehen ja anscheinend alle gerne dran, ne? Analysieren, analysieren, analysieren. Also irgendwie habe ich das Gefühl, diese Frau, die macht ja alles. Die ist Barkeeperin, Labortechnikerin, Polizistin, die ist überall irgendwie anwesend. Was denn das? Ist das hier die... Ne, ich dachte, das wäre die Rezeption. Was haben wir sonst noch so? Was ist das? Mal ansehen. Ach, hier ist der Raketenbauplatz. Das ist ja auch gut zu wissen. Am Erfindungsbauer brainstormen. Ja, das machen wir mal. Das wollte ich nämlich eben schon machen. Brainstorm. Was hast du denn? Oh, Hunger hast du. Wir gehen noch kurz brainstormen und dann kannst du was essen. Obwohl du dann ja eigentlich auch schon wieder nach Hause gehen kannst eigentlich. Ist ja dann nicht mehr so lang. Noch 2 Stunden. Das ist echt verdammt cool, das Ding. Ich will das haben für zu Hause. Ich will zu Hause brainstormen. Das sieht ja voll cool aus. Nicht schlecht, nicht schlecht. Sie scheint aber auch sehr angetan von dem Gerät zu sein. Voll der Robocop. Eines Tages wird der Roboter den Menschen ersetzen. Aber sieht hier hinten auch verdammt cool aus. Richtig wie so ein Labor. Analysen üben mit Ralf hinter über Kollegen tratschen. Ja, das machen wir doch mal. Oh, Ralf hinter muss pipi. Okay, dann gehen wir erstmal was essen, würde ich sagen. Hä? Ach, da. Ein Snack kaufen, wir kaufen uns ein Sandwich. Wo geht's denn hier noch hin? Das habe ich ja gar nicht gesehen. Ach, hier oben ist noch ein Teleskop drauf. Den Himmel beobachten. Oh, das sollten wir vielleicht auch mal machen. Was fliegt denn hier alles rum? Ach, Vögel. Das sollten wir vielleicht auch mal machen, dann können wir vielleicht Aliens sehen. Das wäre nicht schlecht. Okay, du kannst jetzt aufhören mit dem Brainstorm, meine Süße, und holst dir mal lieber ein Sandwich. Denn du hast noch 1 Stunde 6 Minuten und da wir unsere Arbeit heute schon so hervorragend abgeschlossen haben, können wir uns jetzt auch ruhig mal erlauben, einen kleinen Snack zu essen. Der Arbeitstag von Mia endet in 1 Stunde. Sie sollte seine momentane Tätigkeit abschließen. Jeder Arbeitstag kann ein einmalig... Jeder Arbeitstag kann einmalig durchklicken auf den Ereigniszeituhr verlängert werden. Meine Fresse. Lesen muss gelernt sein. Oh, den habe ich ja noch gar nicht gesehen. Hallo, Mike. Was ist denn mit dir nicht in Ordnung? Das ist das Erste, was du mir zu sagen hast? Nö. Voll die Zicke. Der Mike ist eine Diva. Ja, mit Ralf läuft es ja auch im Moment nicht so. Dann ess mal dein Sandwich auf und dann kannst du gleich schon wieder nach Hause gehen. Dann war es das schon mit deinem ersten Arbeitstag. Ah ja, das machen wir jetzt mal. So. Wollen wir direkt Lautstärke auf hoch. Ah, herrlich, ein bisschen Musik, das ist immer gut. Schon fertig? Dann kannst du auch mal eben noch auf Klöchen gehen. Komm, wir stören einfach mal den Mike, wir sind mal so... Oh, Gott sei Dank, gerade noch abgebrochen. Warum ist er denn so wütend? Wenn er so schlechte Laune hat, dann soll er nicht mit mir reden. Wer weiß, was ihm passiert ist. Mike. Ach, Schicht beendet.
Oh, und wir wurden sogar befördert. Das ist ja super. Mia hat heute fantastische Arbeit geleistet. Akademische Prestige und wissenschaftliche Errungenschaften werden nicht mehr lange auf sich warten lassen. Mia wurde befördert und ist jetzt Erfindungsassistentin. Sie verdient jetzt 8 Euro. Ist klar. 8 Simoleons mehr pro Stunde, was einen Stundenlohn von insgesamt 32 Simoleons pro Stunde ergibt. Sie hat zudem den folgenden Bonus erhalten. 192 Simoleons, neue Kleider zu den Sternreisen. Das hört sich gut an. Ihre nächste Schicht beginnt am Dienstag um 10. Das hört sich ja sehr gut an zu den Sternreisen. Ich hoffe, das können wir wirklich mit der Rakete machen oder so. Und dann vielleicht auch mal den ein oder anderen Alien sehen. Ja, Mia wurde befördert, das ist gut. So, jetzt haben wir 4541 Simoleons, das ist ja gar nicht so schlecht. Ach komm, du kannst dich jetzt erstmal entspannt vor dem Fernseher setzen. Guckst mal ein bisschen den Kochkanal oder... Nee, du guckst dir eine Romanze an. Ist jetzt auch hochkonzentriert, ist klar. Aber das, was ich auf jeden Fall noch brauche, ist... Das sage ich euch jetzt... Eine Stereoanlage. Ganz dringend, wir nehmen erstmal diese hier. Die muss erstmal reichen. Weil sonst ist mir das hier definitiv zu leise. Obwohl, wir machen mal Lautstärke auf Mittel, das reicht. So, meine liebe Mary, was hast du denn den ganzen Tag gemacht? Du hast geputzt, das ist ja auch was Feines. Was musst du hier noch machen? Level 5 der Kochenfähigkeit, ein Gourmet-Menü zubereiten, beim Gala-Abendessen selber verdienen. Dann würde ich sagen, wir kochen noch mal ein bisschen was mit dir. Damit du auch dein Leveln, damit du auch dein Kochen-Level etwas levelst. Ist ja auch bald schon soweit. Welches Level haben wir jetzt? Level 3. Gut, dann dauert das ja auch nicht mehr lange. Und du? Ja, gut. Gute Nacht, würde ich sagen. Guten Morgen. Und gut geschlafen. Hast ja auch ein langes Nickerchen gemacht. Nee, du gehst jetzt erstmal auf Toilettchen. Dann gehst du mal dich frisch machen. Und dann gucken wir mal, was wir hier noch brauchen. 4 Durchbrüche erzielen. Dann würde ich sagen, wir lesen jetzt nochmal direkt etwas. Lesen wir direkt mal noch was. Und vielleicht erzählen wir dann direkt noch unseren nächsten Durchbruch. Da brauchen wir nämlich nur noch einen. Und die Mary hat schon wieder Buntbosch aus der Pfanne ausgezeichnet serviert. Das ist gut. Und dann würde ich sagen... Moment mal, wann musst denn... Du musst das nächste Mal arbeiten. Morgen um 10 am Wochenende hast du frei. Ich würde sagen, Samstag und Sonntag machen wir mal ein Gala-Abendessen. Dann kann die gute Mary auch mal was für ihr Bestreben tun. Denn sie muss bei einem Gala-Abendessen selber verdienen. Und da kann sie dann auch mal direkt noch ein Gourmet-Menü zubereiten, weil im Moment sind wir von den Fähigkeiten her noch nicht so hoch, dass wir ein Gourmet-Menü zubereiten können. Würstchen mit Bohnen gibt's ja nicht mehr, das habe ich ja schon gesagt. Dann gibt's noch mal Spaghetti. Und du liest jetzt noch mal was, um hier deinen Durchbruch zu erzielen. Würde ich jetzt mal behaupten. Wo bleibt das Lämpchen? Was liest sie denn? Bauer ohne Frau. Der Untergang von Grant Roderick. Fantasy. Von Robin Taylor. Grant Roderick verliebte sich in einen Corgi mit dem Namen Peaches und vernachlässigte seine Arbeit auf dem Feld. Ja, wisst ihr Bescheid? Sowas liest man hier bei Sims. Bauer ohne Frau. Hat sie immer noch nicht das nächste Level erreicht? Doch, tatsächlich. Sie ist schon wieder so hoch. Das geht aber flott bei ihr. Vielleicht hängt das auch mit ihrem Merkmal zusammen. Das weiß ich nicht. Ja, aber ich würde sagen, das war's erstmal wieder für diese Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gut gefallen und die Wissenschaftskarriere auch. Und ich würde sagen, wir sehen uns... Oh, Levelaufstieg, das lesen wir eben noch. Mary hat das Rezept für arme Ritter und Fish and Chips gelernt. Außerdem hat sie die Feinschmecker-Kochfähigkeit freigeschaltet und erhält beim Kochen die Stimmung kompetenter Koch. Das ist gut, denn jetzt können wir auch ein Gourmet-Menü zubereiten. Das freut mich doch. So, und somit verabschiede ich mich jetzt auch direkt von unseren Girls hier.
Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Tschüssi!